Ja, verstehe. Ja, klar, da verstehe ich Sie. Ja. Ja, vierstelliger Betrag für Sekt, das klingt erstmal viel. Ja, ja, klar. Aber ist ja aufs Jahr gesehen. Ja, das ist eine Betriebsausgabe, ja klar. Ja, ja, ich mache ja Stimmungsarbeit. Und mit so einem Sekt, da arbeitet die Stimmung für mich. Moment, ganz kurz. Sorry, Leute, das ist Finanzamt. Ich habe gerade ein bisschen Stress. Bitte? Ob ich Belege habe für die gute Stimmung? Ja, klar. Ja, ich bin ja Deutschlands beliebtester 3,5-Sterne-Comedian auf praktisch allen Ticketplattformen. Ja, ich habe alle Bewertungen gespeichert. Schicke ich Ihnen dann per Mail. Kleiner Spaß, kleiner Spaß. Das ist eine Berufskrankheit von mir. Ja. Nee, natürlich nicht per Mail. Nee. Ganz genau, auf dem regulären Wege. Ja, wie immer. Alles klar, mache ich. Ja, ja, ich habe sie sogar dabei schon. Ich habe sie dabei. Ja, alles klar. Gut, danke. Tschüss. Hallo. So. Hier bitte, alle Belege. Handschriftlich in Sütterlin mit Familienwappen. Danke. Vielen lieben Dank. Ich bin ja kein Anfänger. Okay, ganz so schlimm ist es natürlich nicht mit deutschen Behörden, aber fast. In vielen anderen Ländern lassen sich Verwaltungsakte komplett digital erledigen. In Deutschland sollten Ende 2022 600 Behördengänge digital erledigbar sein. Bis jetzt kann ich davon gerade mal 15% vom Klo aus vom Sofa aus erledigen. Dabei hat sich die Politik doch so viel Mühe gegeben. Peter Altmaier hat sogar zwei Kisten Grauburgunder darauf gewettet, dass Deutschland bis 2021 die bürgerfreundlichste Verwaltung hat. Warte mal. Wie ist denn das ausgegangen? Ach ja, auf dich, Peter. Danke. Sorry, da sind mich irgendwie mit, dass wir als Deutsche da nicht die Besten sind. Deutschland ist so digital wie ein Grammophon. Boah, so viel Wein. Das wird in Studien immer wieder bestätigt. In einem viel beachteten Digital-Ranking stehen wir unter den 20 wichtigsten Industrieländern weit abgeschlagen an drittletzter Stelle. Wir sind quasi Hertha BSC. Ich habe nicht so viel Ahnung von Fußball, aber ich habe mal jemanden aus Berlin gefragt und der meinte, das sei furchtbar. Okay, aber wie viel besser läuft das denn in anderen Ländern? Bestimmt nicht so viel besser, oder? Leider doch. In Spanien zum Beispiel haben 80% der Haushalte einen Glasfaseranschluss, in Deutschland nicht mal 15%. Da bekommt außerdem jede Bürgerin und jeder Bürger eine digitale Signatur, mit der man fast alles von zu Hause machen kann. Von Impftermin bis zur Ummeldung. Spanien hat sogar sein gesamtes Gesundheitssystem weitgehend digitalisiert. Noch weiter vorne ist Estland. Da hat schon seit Jahren jeder Este einen elektronischen Personalausweis, der gleichzeitig Führerschein ist, Bahnticket und sogar Versicherungskarte. Wenn ich Este wäre, könnte ich jede einzelne staatliche Dienstleistung vom Klo aus abwickeln. Sofa. Nee, komm, sind wir ehrlich. Ich will alles vom Klo aus machen, okay? Ist das zu viel verlangt? Sogar in der Ukraine, und die hat weiß Gott größere Probleme, gibt es eine staatliche App, die fast alle staatlichen Dienstleistungen online anbietet. Seit Kriegsbeginn kann man mit der App sogar die Standorte russischer Truppen direkt ans Militär melden. In Berlin kann ich noch nicht mal online meinen Hund bei der Steuerbehörde anmelden. Habe ich ihn halt nicht angemeldet. Nepomuk, so komm mal her und hepp. Ja, mein kleiner Illegaler, hä? Du, wenn du ein Mensch wärst, wärst du schon abgeschoben. Okay, also, anderswo läuft es 10-mal besser. Warum nicht bei uns? Tatsächlich sind wir Deutschen technikfaul. Nach wie vor benutzen zum Beispiel nur die Hälfte der 50 Millionen Sparkassenkunden auch das Online-Banking. Nur die Hälfte. Die andere Hälfte schreibt auf, was die MitarbeiterInnen in der Sparkasse dann für sie am Computer machen müssen. Das ist so, als würde man erstmal eine Mail schreiben, per Hand, und dann dem Enkel zum Abtippen geben. Und dann denken sich 25 Millionen Menschen, ja, das ist für alle Beteiligten wohl das Beste. Und ganz ehrlich, ich bin dabei. Ich bin absolut dabei. Hier, das ist mein Überweisungsträger. Der wird jetzt hier gegeben. Wobei, nee, ich mach's persönlich. Deutschland ist digital nicht so langsam, weil das Geld fehlt, sagt ein Gutachten vom Wirtschaftsministerium. Woran liegt's dann? Schlendrian, Bummelei, zu viel Mittagsschlaf. Viel schlimmer, Organisationsversagen. Deutsche Beamte sind gar nicht faul.
Die sind nur auf die falsche Art fleißig. Das System ist scheiße. Ein gutes Beispiel dafür ist der Digitalpakt Schule. Da hat man schon 2018 gesagt, ey, Schulen müssen digitaler werden. Und 5 Milliarden Euro locker gemacht. 120.000 Euro pro Schule. Das reicht für richtig viele PCs oder ein großes iPhone Plus für den Direktor. Egal. Wofür man das Geld halt braucht. Und da hat der Bundestag gesagt, hier 5 Milliarden Euro. Viel Spaß damit, nicht alles für Eis ausgeben. Und dann haben die Schulen das Geld bekommen und dafür allen Schülerinnen und Schülern Tablets gekauft. Und jetzt sind alle zufrieden. Nein, damit der Bund den Schulen überhaupt Geld geben durfte, musste man erst das Grundgesetz ändern. Denn Bildung ist eigentlich Ländersache. Und das finden die Bundesländer super so. Das soll sich auf keinen Fall ändern. Weil Veränderung, das weiß man in Deutschland, die ist auf jeden Fall schlecht. Wenn sich Sachen ändern, dann schwitzt man. Da kriegt man so ein flaues Gefühl im Bauch, so zuckende Augenlider. Veränderung, einfach nicht gut. Und wir erinnern uns, das ist Föderalismus. Der stand ja schon während Corona für den Spaß im Wort Pandemie. Grundregel, warum sollte es eine Regel geben, wenn wir auch 16 verschiedene haben können? Genau deshalb konnte man im Grundgesetz nicht einfach schreiben, okay, der Bund darf den Schulen Geld schenken. Nein. Weil die Bundesländer Angst haben, dass der Bund sich auf die Art mehr Einfluss erschleicht, haben sie zusätzlich reingeschrieben, okay, Geldgeschenke immer gerne, aber zusätzlich gibt es eine Verwaltungsvereinbarung, in der wir das ganz genau regeln. Wie viel Geld und wann und wofür nicht und hast du da gerade meine Schule angeschaut? Finger weg von meiner Schule! Vielen Dank. Tschüss. So, und dann muss noch genau geklärt werden, was eine Schule jetzt genau von dem Geld kaufen kann und was nicht. Und deswegen werden Förderrichtlinien geschrieben. Natürlich von jedem Land extra. Ja klar, vielen Dank. Und dann stellen die Schulen Anträge, schriftlich, natürlich, ja klar. Und die Anträge werden gründlich geprüft. Und dann, Achtung, pass auf. Und dann fließt das Geld! Okay, also das alles dauert aber so lange, dass 15 Monate nach Änderung des Grundgesetzes, also zum Start der Corona-Pandemie, von den 5 Milliarden Euro erst 20 Millionen überhaupt an den Schulen angekommen waren. Das sind 0,4%. Und weil jedes Mal ein Verwaltungsakt nötig ist, um die Förderrichtlinien dem neuesten Stand der Technik anzupassen, hängen die immer mehrere Jahre der Realität hinterher. Und auch anderswo fehlt uns nicht das Geld, sondern vor allem die Bereitschaft, mal Sachen anders zu machen. Zum Beispiel beim Datenschutz. Der ist grundsätzlich super. Schließlich soll keiner wissen, was genau ich alles auf dem Klo regel. Aber der wird längst nicht mehr zeitgemäß umgesetzt. Zu Beginn der Corona-Impfkampagne wollten viele Bundesländer einfach allen über 80-Jährigen direkten Termin zuschicken. Super Idee und genauso, wie es sein soll. Aber einige Länder konnten das nicht, weil sie die Adressen dafür im Einwohnermeldeamt nicht abfragen durften. Der Datenschutz in Deutschland folgt nämlich dem Primat der Einwilligung. Das ist kein Affe, obwohl ich super fände, wenn es ein Affe wäre. Primat der Einwilligung heißt, dass jeder selbst entscheidet, wie und wofür seine Daten erhoben werden. Das hat super funktioniert in einer Welt, in der es kein Internet gibt und man nur alle 3 Jahre mal eine Zeitschrift abonniert. Während wir also irgendeinen Martin, der bei Facebook arbeitet, mitlesen lassen, dass wir eine Affäre mit Saskia haben und auf Sex mit Tauchermasken stehen, dürfen Leute, die für den Staat arbeiten, für Leute, die wir gewählt haben, nicht mal ins Telefonbuch gucken. Warum wissen Großunternehmen so viel besser über uns Bescheid? Das ist das sogenannte Privacy Paradox. Menschen sind so überfordert von all den Datenschutz-Pop-ups, dass sie einfach überall zustimmen. Einfach nur, um weiter in Ruhe auf dem Klo sitzen zu können. Entschuldigung, ich bin dein Cookie. Kann ich wissen, wo du wohnst? Was ist deine Schuhgröße? Verrätst du mir deinen letzten Traum? Ist es okay, wenn ich dich die nächsten 100 Tage beobachte und verfolge? Nein zu allem. Nein zu allem geht nicht, dann kann ich dich hier nicht weitergehen lassen. Ja, also dann nur so viel, wie nötig ist. Gut, dann gehen wir alles einzeln durch. Darf ich in deinem Müll herumwühlen? Darf ich jeden Tag 5 Kekse haben? Nein. Ich verkaufe selbstgeschmierte Stuhlen im Abo. Die ersten 3 sind umsonst, wenn du mir deinen Bettwäschetypen verrätst. Mach den Test. Zu welchem Haus bei Harry Potter gehörst du? Neugierig? Ja, dann ja zu allem. Das Erstaunlichste ist, wir erfinden ständig Dinge, die für große Veränderungen stehen. Aber wenn wir sie dann in den Händen halten, kriegen wir plötzlich Angst. Ich meine, was haben wir Deutschen nicht alles erfunden? Den ersten echten Elektro-Pkw, das MP3-Format. Wir haben den ersten programmierbaren Computer gebaut. Wir hatten im späten 19. Jahrhundert Elektrofahrräder. Wir haben schon in den 50ern geschmolzenen Käse mit Ananas und Schinken kombiniert. Genial.
Alles Hammer-Innovation. Was draus gemacht, haben aber nicht wir, sondern meist die Amis. Sogar im Bundesstaat haben die nach unserem Toast benannt. Die schlauen Leute aus dem Gutachten haben übrigens einen extra Begriff für unser Problem. Wir haben in Deutschland einen Status Quo Bias. Uns schmerzt der Verlust, den ein Verhaltenswechsel mit sich bringen würde, mehr als der Gewinn, der sich daraus ergibt, selbst wenn er viel größer wäre. Und manchmal sind die Ängste, die wir einer neuen Technik gegenüber haben, auch völlig unbegründet. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel müsste kein einziger Mitarbeiter und keine einzige Mitarbeiterin wegen der Digitalisierung um seinen oder ihren Arbeitsplatz fürchten. Zum einen sind die meist eh verbeamtet, zum anderen fehlen in den deutschen Behörden schon über 300.000 Beschäftigte, Tendenz steigend. Ein digitaler Staat würde also nicht nur uns einfachen Leuten auf dem Klo helfen, sondern auch den Apparat selbst entlassen. Apropos, hier ist übrigens mein Klo. Wollt ihr mal sehen? Tada! Da habe ich schon meinen Sandwich-Toaster hingestellt. Ich sag mal so, wenn das mit der Digitalisierung klappt, muss ich die Toilette nie wieder verlassen. Mein Signal an Deutschland ist, Digitalisierung, ich bin bereit. So, Kinder, ich hoffe, die Kamera läuft, denn ich halte nicht an. Abonniert den Kanal hier. Danke, euer Gerner Tastnecht. So, ich gehe wieder nach Hause. Schönen Feierabend, Jürgen. Ciao.